Die größte Demonstration war wieder in Stuttgart auf dem Festgelände am Cannstatter Wasen. 5000 Teilnehmer hatte die Stadt zugelassen. Die Veranstalter wollten die zehnfache Zahl anmelden. Der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen eint die Demonstranten. Vielen war aber auch die Abgrenzung zu Extremisten wichtig. Ich bin jetzt heute das erste Mal hier, weil ich wollte mal sehen, wie Nazis, Neonazis aussehen. Und ich muss feststellen, die haben sich ja alle verkleidet. Die sehen ja alle aus wie normale Bürger. Ja, ich wollte mir hier mal selbst ein Bild verschaffen, weil wenn ich so die Medien mir anschaue, dann wird ja gesagt, also da sind Rechtsradikale, da sind Linke, Verschwörungstheoretiker und auch ein paar normale Bürger sind auch dabei. Und ich stelle fest, das sind sehr, sehr viele ganz normale Bürger, zu denen ich mich auch zähle. Was daran liegen könnte, dass der Mann anscheinend nicht nur GEZ-Propaganda konsumiert.